Für die Behandlung der Kniegelenksarthrose stehen zunächst eine ganze Vielzahl an konservativen Behandlungsmethoden zur Verfügung. Sind diese erschöpft und kommen auch operative gelenkerhaltende Maßnahmen aufgrund des Alters des Patienten oder des Befundes nicht mehr in Frage, bleibt als letztes Mittel nur noch der künstliche Gelenkersatz mittels einer Knieprothese. Auch da gibt es je nach Befund verschiedene Modelle, die zum Einsatz kommen und die in der Regel beim Ersteinsatz eine sehr gute Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren über 90% der Fälle zeigen.